Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt bis dato das Wochenende gut überstanden. Ich hoffe, ihr seid gesund geblieben. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zu Jamule. Jung, ich bin sehr gespannt. 3 Minuten 21, Like, Hand, Support, come on. Produziert ist das Ganze wieder mal von Mixu, McCloud, Young Mesh macht die 808 und Frio, schöne Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt. Magic, die Platte gerne vorbestellen. Supporters Kamord, wenn ihr mich supporten würdet, würde mich das auch sehr, sehr freuen. Wir starten direkt rein. So, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Jamule, Jung, 3 Minuten 21, Abfahrt. Schon wieder geiles Sample. Das sind so Synth-Akkorde, glaube ich. Super nice. Wir bereuen heute nichts, vielleicht später. Oh! Noch ein bisschen Gift in die Gläser. Und wenn dich irgendwann mal jemand fragt, warum? Wir haben nicht lange überlegt, wir waren noch jung. Direkt eine sehr langsame, eine Laid-Back-Nummer. Also nichts, was nach vorne treibt oder so. Wir steigen hier, glaube ich, direkt mit der Hook ein. Auch generell, wie die Drums gesetzt sind. Sehr, sehr ruhige, sehr, sehr langsame Nummer. Aber direkt wieder nice. Direkt nice. Ist eine geile Nummer für, wenn du mit deinen Kumpels chillst oder mit deinen Mädels chillst, wenn der Song im Hintergrund läuft. Der gibt direkt gute Vibes, so direkt. Vergessen, wer wir sind, machen Fehler. Auch melodisch geil. Heimoutfit von Bottega. Und wenn dich irgendwann mal jemand fragt, warum? Wir haben nicht lange überlegt, wir waren noch jung. Direkt nice. Also, ich überlege gerade, wann es mal einen Jamule-Song gab, den ich nicht eigentlich von Anfang an nice fand, so. Es gibt eigentlich wenige Jamule-Songs, die irgendwie nicht so Anklang bei mir gefunden haben. So. Gut, auf der letzten Platte, ich bin euch ehrlich, auf dem letzten Album gab es 1, 2, 3 Songs, die mir nicht so gefallen haben, einfach weil es nicht so diesem Jamule-Type entsprochen hat. Aber das ist auch wieder eigentlich dummes Denken, weil das ist so Schubladendenken. So, du steckst den Künstler schon irgendwie unterbewusst in eine Schublade, wo er eigentlich nicht reingehört, weil Musik ist Kunst und Kunst ist frei und deswegen darf er machen, was er möchte. So, wer bin ich, dass ich ihm vorschreibe, was er tun, was er lassen soll? Trotzdem auf dem Album, auf der letzten Platte gab es ein paar Songs, wo mir jetzt nicht so gefallen haben. Überlegt, wir waren noch jung. Manchmal dumm und naiv, noch so jung und verliebt. Rauch auf Lunge, ich zieh, wie ein Wunder, ich flieg. Dreh ein paar Runden im Jeep, ja, die ganze Nacht lang. Oh, haben wir ein Placement drin, ich sehe alles. Effekt, ich habe hier gerade auch, wenn wir schon dabei sind, ich habe hier gerade auch Effekt am Start. Habe ich gar nicht gesehen. Product Placement. Immer nice, wenn du dir nebenher noch ein bisschen als Künstler was dazu verdienen willst. Dreh ein paar Runden im Jeep. Nein, Spaß, ich glaube, er hat es nicht nötig, aber. Ja, die ganze Nacht lang pumpen unsere Musik. Baby, weil bitte nicht, ich bin bald wieder da. Oh, nice. Genieß die Zeit, denn du weißt, ja, man lebt nur einmal. Curly Fries, Dirty Sprite und die Kippe danach. Hey. Auch wir und die Kippe danach. Na, wir leben nur ein. Was sagt er hier? Ja, man lebt nur einmal. Ja, man lebt nur einmal und die Kippe danach. Auch melodisch ist es so gut durchdacht, diese ganze Nummer schon wieder. Curly Fries, Dirty Sprite und die Kippe danach. Hey, nein, wir wollen nicht, dass der Tag am Licht. Pre-Hook? Sie sagen, wir wären wahnsinnig. Oh. Keiner außer uns hat das verstehen kann. Versprochen, ich verrate es nicht. Ich muss jetzt aber hier nochmal ganz kurz stoppen, bevor wir in die Hook gehen und auf dieses Bild kurz eingehen. Was hat es mit diesem 9-Mile-Wodka auf sich? Was zum Teufel? Wir haben das bei San Diego gesehen. Wir haben das jetzt am Donnerstag noch bei einem anderen Release gesehen. Jetzt haben wir es bei Jamule gesehen. Was hat es mit diesem 9-Mile-Wodka auf sich? Sagt es mir, bitte. Versprochen, ich verrate es nicht. Jetzt die Hook. Wir bereuen heute nichts, vielleicht später. Noch ein bisschen Gift in die Gläser. Oh, Digga, die Hook ist nice. Auch so beim zweiten, dritten Mal hören, catch die übelst. Nicht irgendwann mal jemand fragt, warum. Wir haben nicht lange überlegt, wir waren noch jung. Vergessen, wer wir sind, machen Fehler. Auch in der B-Hook, wo es noch ein bisschen mehr anzieht, so, kommt auch nur so eine kleine Head noch mit rein, die ein bisschen, oder wahrscheinlich die gleiche Head, die einfach nur ein paar Noten mehr spielt. Heimoutfit von Bottega.
mich irgendwann mal jemand fragt, warum. Wir haben nicht lange überlebt. Generell drumtechnisch, schöne Kick, geile 808, clap nice. Wir haben so eine Percussion, so eine kleine Snare, so eine Counter-Snare drin. Dazu halt diese Hi-Hats, wie schon gesagt, und der Open-Head. Alles sehr, sehr luftig, sehr, sehr offen produziert. Gerade für einen Künstler wie Jamule sehr, sehr wichtig, der halt durch die Stimme extrem nochmal glänzen kann. Nice. Träumten damals auf der Bank, wie viele Johns wurden verbrannt. Ein paar Freunde mit demselben Ziel. Auch wie Flow-technisch hier auch wieder schön in der Hook und Part, bisschen geswitcht. Mit demselben Ziel. Heute Platten an der Wand, doch der Hunger nicht vergangen. Es ist immer noch dasselbe Spiel. Und hier auch selbe Ziel, dasselbe Spiel. Ne, ihr wisst, was ich meine. Es ist so gut durchdacht, diese ganze Nummer schon wieder. Doch der Hunger nicht vergangen. Es ist immer noch dasselbe Spiel. Mussten lernen, wie man lebt, doch verlernten, wie man schläft. Jeder macht mal Fehler. Oh, böse Zeile, ja. Mussten lernen, wie man lebt, doch verlernten, wie man schläft. Jeder macht mal Fehler, aber Scherben bringen Glück. Er hat ja oft auch, was heißt, er hat oft, aber oft halt so nicht wirklich diepe Zeilen, so eher plumpe Zeilen, so viel geflext, aber auch viel teilweise. Ich hab das, aber hab dafür das und das und das nicht mehr. Dieses typische so, aber es war eine böse Zeile eigentlich. Mussten lernen, wie man lebt, doch verlernten, wie man schläft. Jeder macht mal Fehler, aber Scherben bringen Glück. Was natürlich gar nicht böse gemeint ist, nicht jeder kann irgendwie zwölfsilbige Zeile, jeder zweite zwölfsilbige Reime kicken wie ein Kollege zum Beispiel. Das muss Jamule auch gar nicht. Jamule glänzt durch ganz, ganz andere Sachen, die halt eben ein Kollege zum Beispiel nicht hat. Ich möchte die beiden Künstler um Gottes Willen auch nicht vergleichen. Wir gehen mehr als nur einen Schritt, denn wir wollen nichts verpassen. Und wir rennen durch die Nacht, als ob es keine Regeln gibt. Ja, du fliehst von zu. Das war aber nice hier. Das, ey, der zweite Part ist böse. Es keine Regeln gibt, ja, du fliehst von zu Hause. Und du ziehst, weil du es brauchst. Und du liebst, bis du nicht mehr du selbst bist. Du verlierst dein Vertrauen, verspielst dann dein Traum. Was das Ziel, wir verstehen die Welt nicht. Ich bin ja kein, also ich bin niemand, der modetechnisch tief in der Materie drin ist, so. Aber Dicker, was zum Teufel ist das schon wieder für eine Jacke? Sieht aus wie ein, sei mir nicht böse, aber sieht aus wie irgendwie so ein Müllsack oder so. Also, für mich zumindest. Hat ihn nicht Kanye getragen so? Oder er heißt ja nicht mal Kanye, er heißt nur noch Ye jetzt. Aber hat ihn nicht mal er getragen so? Wir bereuen heute nichts, vielleicht später. Noch ein bisschen Gift in die Gläser. Und wenn dich irgendwann mal jemand fragt, warum? Oh, nice, dass du das auslässt. Wir waren noch jung, vergessen, wer wir sind, machen Fehler. Doch, ist böses Ding. Heim Outfit von Bottega. Und wenn dich irgendwann mal jemand fragt, warum? Wir haben nicht lange überlegt, wir waren noch jung. Digga, der Junge hat schon wieder abgeliefert, ne? Schon wieder. Ich wollte nicht, dass der Tag anbricht. Sie sagen, wir wären wahnsinnig. Keiner außer uns, der das verstehen kann. Versprochen, ich verrate es nicht. Ey, schon wieder böse Nummer. Ich glaube, Magic wird krass. Ich glaube, die Platte Magic wird krass. Das war's auf jeden Fall. Jamule, Jung, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Peace.